Na Markus, hier liegt nun das gute Stück, bevor wir jetzt die Endvermessung noch durchführen und ich sie dir dann auch zurückschicke, werfen wir mal einen Blick auf die einzelnen Arbeiten, die ich durchgeführt habe. Da hätten wir also zuerst mal natürlich die Soli-Tip hier angespleist. Wir haben ja gesagt, wir wollen eine Schnurklasse 5 rausbekommen, deswegen ist die Route also auch etwas kürzer in der Gesamtlänge geworden, also die Routenspitze habe ich praktisch gekürzt und durch die feine Soli-Tip ist sie dadurch natürlich noch etwas spritziger geworden. Aber das sehen wir jetzt dann gleich auch in der Endvermessung. Ein ganz wichtiger Punkt bei allen Routen ist natürlich auch die, Kohlefaser-Manschetten. Also die habe ich jetzt angebracht, die Soli-Cuffs hier an den drei Steckverbindungen. Das verhindert, dass praktisch dann die Route hier unten aufsplittern kann oder aufplatzen kann, aufbrechen kann, die Steckverbindungen. Das ist sehr wichtig für ein langes Leben in Anführungszeichen einer Route. So, dann kommt die Abschlussvermessung. Die Route hängt jetzt bereits in der Messanlage und wir haben ja gesagt, die wird 14,7 Gramm vom Wurfgewicht her, also eine Schnurklasse 5. Das habe ich hier schon mal vorab abgewogen, der Laser, der Pendel, also genau bei 14,7 Gramm auf der Viertelstrecke aus, also auf dem statischen Weg. Und hier haben wir dann 78,3 Gramm und da sieht man jetzt dann schön, wie diese Route jetzt eine richtige Spitzenaktion tatsächlich auch bekommen hat. Hier hängt sie also dran, man sieht also hier von unten rauf die Kraft. Und dann oben, wie sensibel und wie fein praktisch die Spitze dann da rausgeht. Das ergibt also einen Powerfaktor von 5,32 und das ist dann extra fast, sieht man natürlich schon an der Biegung der Spitze, in der Schnurklasse 5. Also die Route, die wird mit Sicherheit so mit 2-3 Meter Schnur locker schon das Werfen anfangen, also feinste Präsentation in der Nähe und wenn es dann wirklich mal weitergehen soll, dann arbeitet der untere Bereich natürlich umso mehr und kann man also locker in die 20 Meter reinwerfen und reinfischen. Okay, nun packe ich sie ein und dann geht sie zurück. Und wenn wieder mal was sein sollte, du weißt, wo ich zu finden bin. Danke, tschüss.